Sadala, ich mache euch wieder mal ein Video, beziehungsweise möchte ich wieder mal ein paar neue Produkte ans Herz legen, beziehungsweise vorstellen. Und zwar, ihr habt ja schon Bilder gesehen, wir haben ja neue Produkte gekriegt von der Neo Blue Linie. Blende ich da nochmal ein bisschen ein. Und zwar, die Neo Blue Linie ist ja ganz neu gestartet. Letztes Jahr sind ja da die ersten Produkte, also 2022 sind die ersten Produkte auf den Markt gekommen, was die Neo Blue Linie betrifft. Für, sag ich mal, mittelalterliche Haut, also so, was mein Alter ungefähr betrifft hat, angeht. Dann haben wir gekriegt für ein bisschen reifere Haut die Neo Blue Kollagen. Und jetzt ganz neu ist eben die Neo Blue Young Kuma für die junge Haut. Was sind Neo Blue Produkte? Neo Blue Produkte sind erstens einmal entwickelt in der Schweiz. Bei der Firma La Prairie sind die Produkte entwickelt worden. Also alles europäische, Schweizer Qualität sozusagen. Und Neo Blue Produkte, der Name kommt von daher, weil Neo Blue, also Neosomen drinnen sind. Blue, weil einfach blau mit Meer, mit Himmel, das einfach immer irgendwie schön verbunden ist. Und deswegen heißen diese ganzen Produkte eben Neo Blue. Neosomen habt ihr vielleicht schon mal wo gehört oder vielleicht auch nicht. Darum erkläre ich ganz kurz, was Neosomen sind. Neosomen sind ganz kleine Mizellen, also ganz kleine Kapseln, runde kleine Kapseln, in denen man Wirkstoffe einschleusen kann. Und wenn man in diese mini, mini, mini kleinen, die Molekularzusammensetzung, also die Größe, die molekulare Größe von diesen Neosomen, ist ganz, ganz mini klein. Und dadurch, dass man da geschafft hat, dass man Wirkstoffe, also die ganzen natürlichen Wirkstoffe einschließen kann, hat man den Vorteil, dass man die ganzen Inhaltsstoffe über die Oberhaut verteilt richtig schön gut einschleusen kann. Das heißt, die Neosomen gingen in die Haut und verteilen sie auf die verschiedenen Hautschichten und können dort die ganzen natürlichen Wirkstoffe eben abgeben. Es sind eben ganz, ganz viele tolle natürliche Wirkstoffe drinnen. Jetzt auch gerade wieder in unserer neuen Neo Blue Young habe ich mir gerade jetzt da wieder ganz ins Detail die ganzen Wirkstoffe angeschaut. Und es ist echt ein Traum. Es ist egal, ob das jetzt anfängt bei der Hyaluronsäure, die jeder kennt, beim Arganöl, beim Kornblumenwasser. Wir haben drinnen Olivenöl, wir haben drin beide für die unreine Haut Salicylsäure. Wir haben so, so viele tolle Inhaltsstoffe drin. Ich kann euch die jetzt gar nicht alle aufzählen oder erzählen. Ich habe es euch auch in die Bücher eben auch schon ein bisschen dazu geschrieben, dass ihr einfach auch so ein bisschen wisst, was ist da alles so drinnen an Wirkstoffe oder an natürliche pflanzliche Stoffe und so weiter. Weil einfach so viele tolle Inhaltsstoffe drinnen sind, die die Haut halt einfach teilweise beruhigen, teilweise beleben, je nachdem, was sie erreichen will. Wir haben ja die rosa-rote oder pinke Linie und die grüne. Der Unterschied ist, die pinke Linie ist für alle, die eher ein bisschen dazu neigen, dass sie eine sehr trockene Haut haben, eine sehr anspruchsvolle Haut, jetzt was die Pflege angeht, die halt einfach sehr sensibel sind. Die sagen, ich bin immer so empfindlich, ich kriege immer gleich Rötungen, ich kriege immer gleich irgendwie so ein bisschen einen Ausschlag. Die Haut ist einfach sehr spannend. Oder ja, alle, die so ein bisschen ein Problemchen mit der Haut haben, das einfach so mal irgendwie, ich habe noch nie so wirklich die richtige Pflege gefunden, die mir einfach auch gut tut für die Haut. Die halt einfach auch die Haut beruhigt und einfach auch wirklich ebenmäßiger macht und schöner macht, einfach auch vom Hautbild her. Und dann gibt es nur die grüne Linie. Bei der grünen Linie haben wir drinnen alle möglichen Wirkstoffe, damit die Haut ein bisschen klarer wird. Die ist gedacht für alle, die so ein bisschen zu ein bisschen Ölgehalt neigen, die sagen wir ab und zu ein bisschen verstopfte Poren, die Haut glänzt manchmal ein bisschen, es ist immer wieder mal so, dass die Poren ein bisschen größer sind, dass ich so ein bisschen einen Ölglanz auf der Haut habe. Da ist die grüne Linie perfekt, weil die ist das einfach extrem gut ausgleicht. Da haben wir zum Beispiel in der Reinigung immer
Wirkstoffe drin, die so wie so einen kleinen Peeling-Effekt machen, die wirklich schauen, dass die abgestorbenen Hautschuppen von der Haut sich auch immer gut lösen, dass die gut abgereinigt werden. Weil wir wissen ja, dann können Wirkstoffe viel besser wieder einziehen, die Haut kann besser ausscheiden, der Öl, Talg kann besser abfließen, die Poren verstopfen sich nicht so leicht. Dann doch auch natürlich bei der Creme ist darauf geachtet worden, dass die einfach so einen leichten mattierenden Effekt, dass man nachher, dass die schnell einzieht, dass man nachher nicht glänzt, weil viele Leute, die sagen mal, jetzt habe ich eh schon einen Ölglanz und ist so immer eine Creme auch noch drauf da, die ist natürlich genau gemacht für so eine Haut, damit man auch sagt, okay, das ist dann nicht zu viel oder pappig oder irgendwie, sondern es ist ganz, ganz leicht und angenehm auf der Haut. Man kommt super, super sparsam aus mit den Pflegeprodukten, man braucht ganz, ganz, ganz wenig. Die meisten von euch, die es probieren, werden am Anfang einfach zu viel nehmen, weil sie denken, ups, jetzt habe ich doch ein bisschen zu viel erwischt. Dann ist natürlich besser, wenn man beim nächsten Mal ein bisschen weniger verwendet, weil, ja, wie gesagt, man merkt es eh sofort, dass einfach zu viel Saft hat, die Haut das ja gar nicht mehr einnehmen kann, aufnehmen kann. Aber sie sind so reichhaltig konzipiert, dass man Ewigkeiten damit auskommt. Wenn ihr da noch irgendwie mehr Fragen dazu habt oder so, oder wenn ihr wissen wollt, welche von den zwei Pflegelinien für euch passen, dann schreibt es mir voll gern. Da kann ich euch einfach auch empfehlen, ich werde euch ein paar Fragen stellen und kann ich dann auch dementsprechend empfehlen, was passt für eure Haut. Wie schon gesagt, die Pflege ist für junge Haut gedacht, ist aber natürlich nicht so, dass man, wenn man jetzt schon eine reifere, ödere Haut hat und sagt, man, ja, ich möchte einfach nur eine ganz schon einfache Creme haben und ich will keine, brauche nur nichts irgendwie mit großmächtige straffende Wirkungen oder festigende oder sowas. Ist natürlich dann oft auch ein bisschen eine preisliche Geschichte oder sowas. Kann man natürlich die Pflege auch mal nehmen. Gut ist natürlich, wenn man dann vielleicht ein Serum dazu nimmt, aber grundsätzlich ist eher gedacht für junge Haut. Für die ein bisschen reifere Haut, wie für mich oder dann natürlich nur öder als mich, habe ich ganz andere Pflegelinien dann wieder, die normale NeoBlue oder NeoBlue Collagen. Die kann ich natürlich dann auch empfehlen. Aber schreibt es mir einfach. Ich schicke euch so einen Fragenkatalog sozusagen. Ihr beantwortet mir das und ich kann euch dann empfehlen, welche Pflege für euch wirklich perfekt wäre oder welche halt einfach auch gut wäre für euch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Meldet euch jederzeit gern bei mir. Ich freue mich immer voll, wenn ich höre von euch. Baba! Everything that happens is motivation.